Hallihallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Part bei Let's Play Total War Warhammer mit mir, dem Alpha. Und wir spielen die Bretonen, die ich mir durch einen Mod freigeschaltet habe. Und ja, zurzeit läuft es ganz gut. Die erste Chaoswelle ist abgeebbt. Es ist aber schon anscheinend, laut Berichten, ist schon eine zweite da, die jetzt wieder die alte Welt in Angst und Schrecken versetzen wird. Das Imperium hat expandiert. Natürlich auch schon die Korruption mit schön mitgeschleift hier. Das ist klar. Die haben ja überhaupt gar keinen Stolz. Nur ein Reichsmarschall. Also es ist effektiv so. Kann man so sein Mitdingsel, mitbringen Kumpel da. Kann man so mit seinen Lieblingsgeneral, kann man da hochheben. So, die Frage ist jetzt nur, werde ich... Ah ne, ich war ja am Geld sparen. Genau, ich war am Geld sparen, damit ich mir bald diese Gralritter pflücken kann. Ich bin nur unschlüssig. Und zwar ist mir meine Frage, ist so ein bisschen, ob sich diese Gralritter dann lohnen. Ich werde mir das jetzt mal erstmal angucken, weil die sehen ja fast schon gleich aus wie diese Knights of Realm oder diese Ritter von Realm. Und ich werde mir das ganz genau durchgucken und anschauen, ob da nicht irgendwie noch ein Haken dabei ist. Ja, genau. So, jetzt geht's hier vier Züge. Dann ist das letzte Gebäude auch fertig. Jetzt, der hat hier wieder Punkte gekriegt, glaube ich. Deshalb werde ich da immer wieder daran erinnert. Ne, der ist es nicht. Das ist... ein anderer ist der. Ja, es ist der. So, der hat sich jetzt auf dem Pferd setzen dürfen. Das freut ihn natürlich. Und, ja, das ist natürlich klar. Also, das ist natürlich klar. Ich werde mich jetzt auch sehr auf diese Chaos-Korruption konzentrieren, weil ich definitiv feststellen muss, dass durch diese Korruption ein enormes Manko entsteht, und zwar bindet es so quasi meine Armeen an diese Territorien. So, also ich muss jetzt quasi mit dieser einen, ja okay, Armee kann man dem Bauernhaufen hier ja nicht mehr wirklich sagen, so ein zusammengezimmerter, der einzige, der bis sie Ehre unterm Herzen trägt, ist der nette Herr Julius Jambart oder Jean Bart Herzoge von Lyonnais. Und der Rest hier, das sind vermutlich alle so stinkende Banditen, die sie irgendwie mit Mühe und Not zusammengekratzt haben, die jetzt auf den Feldern fehlen. Deshalb habe ich nur 3000 Rundeneinkommen. So, wir wenden die Runde und gucken weiter, was geplündert wird, ob die Chaoshorden irgendwas machen. Und ich werde jetzt einfach mal hier KI anzeigen. Ja, das nimmt mich jetzt wunder. Ja, was will denn der jetzt? Aha. Nee. So, die sollen mir das jetzt alles anzeigen. Und zwar nimmt mich jetzt Wunder. Ich sehe ja nichts, scheiße. Das heißt, ich sehe eh nur die, die gerade bei mir sind. Also mache ich das wieder aus. So, der Varg. Die Fraktion namens Varg oder Wrack. Also wenn sie Wrack heißen. Franks? Wrax? Wenn sie Wrax oder so heißen, dann heißt das ja Folter auf Deutsch. Weil ich ja Dark Elder gesammelt habe, weiß ich das, weil ich war ein ziemlicher Fan dieser Spinner, weil die waren nicht mal schlecht, die hatten immer viel No Pain auf dem 4+. Und somit konnte man gewisse... Oh, die Grotesken, die war natürlich der Favorit. Besonders wenn sie in der Schattenwaage waren, müssen wir immer würfen, und ich glaube auf eine 5 und eine 6 sind sie ausgerastet, dann ist die Schattenwaage zerstört und nur die Hälfte des Trupps hat überlebt. Ich habe mal versucht, nee, ist egal. Ich habe mal versucht, so eine riesen Armee von diesen Spinnern aufzustellen, aber das ging dann irgendwann echt ins dicke Tour und hat richtig fett Asche gekostet. Und dann habe ich es gelassen. So, wir ziehen unser Programm hier gnadenlos weiter durch. Und wir werden jetzt einfach weiter Gebäude aufbauen. Und es ist bestimmt übelst langweilig für euch, dass ihr ganze Parts seht, ohne irgendwie einen Kampf. Aber das gehört halt auch zu Let's Play Total War. Ja, wer das nicht will, der kann da ruhig skippen. Ich werde mal gucken, bei welchen Parts dann hier so richtig zur Sache geht. Okay, das Imperium hat mittlerweile hier diese zwei Städte erobert und das ist natürlich ein eindeutiges Signal,
das... Also die Chance, die darf ich mir nicht entgehen lassen. Und ja. Ganz klar, die Chance wird nicht vergessen, wird nicht gedingselt, wird nicht einfach so durchgegangen. Also dass ich das einfach so... So, mit wem hast denn du Krieg? Hast du auch mit dem Imperium Krieg? Nee, also nicht. Du kriegst überhaupt kein Geld von mir und ich will auch kein Geld von dir, du Räuber. So, Fakt ist, dem Imperium wird jetzt definitiv den Krieg erklärt. Varg heißen die, genau. Und zwar... Oh, wieso? So, jetzt gucke ich erstmal die Diplomatie. The Empire. Okay, das Imperium ist an allen Fronten schwer beschäftigt. Das heißt... Sparta? Bis das Gesocks genug zu stark beschäftigt ist. Und genau dann kommt mein Zug. Ich werde zuschlagen. Aus dem Hinterhalt. Ohne Gnade, ohne Vorwarnung, ohne gar nichts werde ich mir Kasselbaston und die andere Stadt annektieren und einverleiben. Und okay, früher oder später muss der Typ ja. Okay. Nee. Früher oder später wird der Spinner eh sich verpissen. Wohl oder übel muss er das. Weil... Oh. So, was kosten die? 338. Nahkampfangriff. Durch die Magie. Durch die Magie. Okay, ich glaube, das ist definitiv der ultimative Zerstörer. Das ist einfach der Zerstörer. Okay, ich werde die da werde ich kicken. Die da werde ich kicken. Und da werde ich zwei. Genau, das sind die Flankeneinheiten. Obwohl, nee, zweimal Speer und zweimal Speer and Arms, aber die haben so eine schlechte Führerschaft. Das ist echt zum Heulen. Ich werde warten und dann hier das natürlich dann ausbessern. So, ihr netten Herren, dürft euch mal wieder in Bewegung setzen und da runter rauschen, um mich da fett auf dem Thron zu planten. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich schon seit 17 Minuten aufnehme oder nicht. Falls ja. So. Nee. Am Arsch. Also, du kannst mich jetzt nicht mehr erschrecken, Hans. Der Alberic. Stinkfrech, der Alberic. Will, dass sie irgendeiner Fraktion im Krieg beitrete, die ich nicht mehr kenne. Und das ist natürlich das Ziel, ist erreicht. Freunde, meine Damen und Herren, wir werden das Let's Play an dieser Stelle beenden. Wir haben es geschafft, das Gebiet, die Provinz Lyonnais komplett zu säubern, denn wir erkennen, dass die netten Herren der Nacht Verschleiß erleiden. So, was haben sie sich denn hier für einen Bunker aufgekloppt? So, das wird natürlich wieder automatisch beendet. Das Ganze wird hier getötet. Das ist halt praktisch, weil der wird halt hier permanent, ja, wie soll ich das sagen?
Der kriegt halt hier echt das dicke Level ab. So, das war nochmal eine Nachricht. Ich gehe jetzt auf das hier, weil die Chaos-Korruption da unten ist ja soweit eigentlich ziemlich im Griff. Im Griff. Oh, sorry. Genau. Und jetzt bauen wir dieses Gebäude hier. Okay, jetzt schreibt. So, nach diesem Cut bin ich wieder anwesend. Wir wollten eine Expansion gen Osten vorbereiten. Das ist schief gelaufen. So, wir werden jetzt... Ah, die sind einfach extrem schnell. So, ich kann jetzt global rekrutieren, so viel ich weiß. Genau, 2744. Führerschaft 81, Führerschaft 81, Rüstung 100. Rüstung 100, Führerschaft Geschwindigkeit. Das ist einfach nur der Nahkampfangriff, der halt da dermaßen überbordet. Der ist hier bei 43 mit Magie. Und Rüstung von 110. Okay, also... Was? Ja, also die übertrumpfen. Das, also das ist echt die... Das sind so etwas, glaube ich, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie die parthischen Kataphrakten in Rom 2 oder irgendwie sowas. Also die sind echt, echt mächtig. Was jetzt diese Krieger des Chaos? Ah ne, das ist irgendwer anders. Okay. Ja, militärischer Zugang. Ist vielleicht nicht mehr so blöd. Eher mal Konföderation beitreten. Okay. Ja, das ist immer gut, weil da tastet man sich so slow hier an eine gute, gepflegte Beziehung heran mit diesen ganzen nebenbretonischen Stämmen. Und im Falle des Falles werde ich natürlich vollständig expandieren. So, ich habe mich jetzt entschieden und zwar werde ich zweimal Gralkrieger einsetzen, zweimal Pilger, Gralpilgerer, um die Flanken zu verteidigen, weil ich meine, die haben echt, also die haben 84. Das ist schon eine beträchtliche Moral, um da so eine Stellung zu halten. Und ja, ich hoffe jetzt mal, dass da dann auch was Schlaues draus wird. So, in der Zwischenzeit baue ich natürlich meine Häuser weiter aus und werde jetzt wieder sparen auf das nächste. So, wie sieht's denn hier aus? Oh, Sigma verbitzt es! Denn Sigma ist ein Lügner! Der falsche Imperator! Runde beenden. Also, ich kann mich irgendwie nicht entscheiden. Soll ich dem Imperium... Jetzt eskaliert. Schutzbündnis. Naja, ist halt ein Problem. Umso mehr Schutzbündnis ich annehme, umso mehr Kriege gibt's. Aber wenn wir hier so eine treue, edle Suppe bauen da unten, dann wird es auch ein ziemlich angenehmer Haufen werden, bin ich überzeugt. Ich werde jetzt... das ist mal wieder ein Traumaspiel hier, diese öffentliche Ordnung. Oh Mann. Und ich glaube, weil die öffentliche Ordnung so beschissen ist, gibt es, glaube ich, hier sogar auch kein Wachstum, ne? Nee. Das kannst du echt knicken. Das kannst du definitiv knicken, also ich reiß das Gebäude jetzt hier einfach mal ab und pendel jetzt hier hoch im Schnellmarsch. Dann werde ich nachher da drüben
ein paar Gralpilger rekrutieren, das ganze Gefotz, was ich nicht mehr brauche, die auflösen. Ich werde meine Phalanx aus, ich weiß jetzt gar nicht. Lass mich in Frieden mit deinen Nicht-Angriffspakt-Angeboten. Du hast dir selber diesen Stress mit diesen Zwergen eingebaut. Lass mich in Frieden mit dem Zeug. Scalinge, Warg. So, wir werden jetzt hier hingehen. So, jetzt wird das mal abgeklärt. Jetzt kann ich nämlich diese Yemon Shields bauen. So, was ist jetzt der Unterschied? 72 Führerschaft, 60 Führerschaft, 31 und die kosten 104, die 45. 33, 46, 26, 10. So, was machen die? 26, 45. What the heck? Okay, also die werden weggeworfen. Dann die werden weggeworfen. Dann werde ich die zwei behalten. Ne, die und die. Jetzt mache ich da mal eine neue Taktik. Zwei von denen. Dann 1, 2, 3, 4. Für die Hauptphalanx. Dann werde ich, was kosten die? 104. Okay, die Moral der Bogenschützen spielt eigentlich. Die haben noch irgendeine Fähigkeit. Schwache Führerschaft, gute Reichweite, fache Führerschaft. Der Nachteil dieser Hellebardenkämpfer ist halt einfach der Kack, dass die sind zwar echt witzig und gut, aber das Problem ist halt einfach bei denen, wenn da halt echt ein paar Fernkämpfer stehen, dann fallen die zu Boden wie reife Äpfel im Herbst. Ja, ist egal. So, rundwenden. Boah, ich nehme seit 7 Minuten 59 auf. Das wird mal wieder ein richtig langer Part. Ich fühle mich jetzt so richtig professionell. Hier mit diesem Mikrofonständer. Schöne Grüße gehen raus an dich, Delta. Du hast diesen Mikrofonständer nicht. So, wir bauen das nächste Gebäude. Und zwar bauen wir aus... das hier, weil das auch eine Garnison bereitstellt, dann bauen wir das hier aus, weil das Asche reinbringt. So, bald ist die Armee komplett. Aha, aha. So, jetzt haben wir hier die Kralkrieger. Ich gucke jetzt mal hier rein. Paravaron Marienburg. Das ist ja mein Ding. So. Ah ja, genau. Habe ich ganz vergessen. Ich kann hier noch eine Maiden rekrutieren. Devotee of the Lady. So, und jetzt wird hier nämlich noch ein Paladin. Paladin. Da wird noch ein Paladin rekrutiert. Honorable.